Chica della Luna auf ihrem Platz und jetzt steht sie auch auf demselben. Alles klar, Boxen auf und der Start ist erfolgt für den Preis vom Stall. Wo laufen sie denn? Chica della Luna außen war schnell auf den Beinen, hat zunächst einmal die Nase vorn, jetzt kommt aber Sweetie Heart nach vorne. Sweetie Heart also vor Chica della Luna, dahinter dann All Access, ganz an der Innenseite, My Madeleine und am Schluss des Feldes zunächst einmal die hellblauen Farben von Varda. Es geht in den ersten Bogen hinein und vorne Sweetie Heart gemeinsam mit All Access innen daneben, dann Heather Heat vor Chica della Luna, My Madeleine und Always Music am Schluss des Feldes. Galoppiert Varda, so ist das Feld in der Gegenseite. Ja, und jetzt sorgt da Olga Lasnowska auf Heather Heat ein wenig für Fahrt, für Tempo. Da wird das Tempo angezogen. Heather Heat jetzt an der Spitze vor Sweetie Heart. Dahinter All Access als drittes Pferd. Viertes Chica della Luna vor My Madeleine. Dann Always Music und am Ende des Feldes da galoppiert Varda mit Christine Barsig. Mitte der Gegenseite ist längst passiert und Heather Heat hat hier, wie gesagt, resolut das Heft in die Hand genommen und für Tempo gesorgt. Hat jetzt auch, denke ich mal, zwei, drei Längen zwischen sich und die Verfolger gelegt. Bringt das Feld jetzt auch in den Schlussbogen. Heather Heat voraus vor Sweetie Heart. Dann All Access innen an den Rails galoppierend in der Bahnmitte. Chica della Luna, dahinter Always Music vor My Madeleine und Varda. Alles schließt jetzt wieder etwas deutlicher zusammen. Heather Heat voraus vor Sweetie Heart, vor Chica della Luna und jetzt macht aber außen auch Varda einen Move, verbessert hier zügig die Position, während All Access im Moment Probleme hat, noch zu folgen. Es geht in die Zielgerade hinein, noch 550 Meter. Vorne ist Heather Heat, wird sofort wieder attackiert von Sweetie Heart. Und ganz außen, da erscheint jetzt die Schimmelstute Varda, genauso wie Always Music, die jetzt Boden gut macht. Varda geht nach vorne, Varda vor Heather Heat, dazwischen dann Always Music und Chica della Luna. Wo bleibt My Madeleine? Von der ist nichts zu sehen. Varda ist vorne, Varda mit Heather Heat vor Always Music und vor Chica della Luna. Varda aber vorne. Jetzt versucht es aber Heather Heat noch einmal und ganz innen ist Chica della Luna. Varda ist noch vorne. Chica della Luna an der Innenseite, dazwischen dann Heather Heat. Aber Varda, jetzt kommt aber nochmal Chica della Luna. Varda vor Chica della Luna. Varda aber wird gewinnen. Varda ist die Siegerin vor Chica della Luna, dahinter Heather Heat oder Always Music. Und dann Abstand bis zu Sweetie Heart, My Madeleine und mit Abstand dann All Access. Jetzt alle unsere Reiter natürlich auch noch was zum Anstoßen bekommen. Und zwar Varda setzt sich hier durch, die Nummer 4 vor der 6 Chica della Luna. Dahinter die 5 Always Music, die 7 Heather Heat und die 2 Sweetie Heart. 4, 6, 5, 7, 2 der Einlauf und das sind die Endquoten für Sie. Varda zahlt auf Sieg schöne 4,20 Euro für einen, die Plätze 2,80 Euro und 3,60 Euro. Die Zweierwette 28,60 Euro und die Dreierwette 148,70 Euro. Nochmal für Sie, der Sieger, die Siegerin zahlt 4,20 Euro, die Plätze 2,80 Euro sind richtig schöne Quoten. Chica della Luna mit 3,60 Euro, die Zweierwette 28,60 und die Dreierwette 148,70 Euro.